Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von Zelda. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Alexa. Wir haben gelernt, wie man mit dem Schwert umgeht. Beziehungsweise eine Fähigkeit müssen wir wohl noch machen oder zwei oder so. Die erwarten von uns ein bisschen, dass wir hier so einen epischen Wirbel machen. Ich kann ihn jetzt. Ich kann ihn. Passt auf. Ha! Das war er doch, oder? Super! Nee, das war falsch. Super. Danke, Link. Ganz toll. Echt spitze, dass du mit uns spielst. Okay. Wo du doch sicher auch viel zu tun hast. Einer fehlt noch! Zum Schluss musst du noch den Supersprung-Attacker anzeigen! Nee, zeigen! Wo du durch die Luft fliegst und dann zack! Es ist doch ganz einfach. Die, wo er mit Z auf fokussiert und gleichzeitig A drückt. So, oder was? Was? Ja, ich bin halt gut. Ich kann auch nichts dafür. Ist halt einfach so. Echt super, Link. Herzlichen Dank. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie es macht. Aber selbst kriege ich es nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Klingt ein bisschen nach einer Sekte, oder? Ah! Was sind das? Da, ein Affen, bitteschön. Hau zu. Warte! Jetzt passiert's, jetzt passiert's. So, jetzt können wir hier nochmal hier so ein bisschen hier so. Ja, was war noch? Ah ja, so. Und. Ja, genau. So, dann gehen wir doch mal auch nach dem Affen gucken. Ah. Würde ich dazu sagen. Einer steht hier. Was machst du denn? Taro und Maro sind weg. Sie wollten diesen Affen jagen. Unglaublich. Diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich denke mal, die sind weitergelaufen. Dann laufen wir da auch mal weiter. Da. Da ist der kleine irgendwas. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte such ihn. Link. Okay. Der Schreihals ist tief in den Wald gegangen. Um wahrscheinlich den Affen töten. Keine Ahnung. Das war, glaube ich, so ein Wunsch von ihr. Tja. Der Affe kann ihn sicherlich diesen Wunsch nicht abschlagen. Oh, hier sind aber echt viele Bäume. Oh, wie verlaufen wir uns nicht? Witzig, oder? So, lasst mich raten. Ich komme da jetzt nicht drüber. Wollen wir wetten? Natürlich nicht. Das Kind ist natürlich viel athletischer als ich. Ich brauche natürlich dafür mein Pferd. Komm her. Pferdle. Schön. Brrr. Jetzt lass mich halt auf dich drauf. So. Renn! Wir wollen da drüber. Das war doch so. Ich hab's Reiten verlernt. Jetzt aber. Ah! So, und jetzt? Hier rein, oder was? Na, gehen wir mal hier lang. Ah. Wo ist sie denn? Oh. Stopp. Nee. Ich will nur absteigen. So, hier ist eine das Ding will mich zimmeln. Ist ja abartig. Das sehe ich nicht ein. Steht das. Du bist Fisch. Oh, das geht gar nicht. Ich muss so draufhauen. Was steht denn hier überhaupt? Weg zum Waldschrein. Ah, nee, Weg zum Waldschrein. Im Wald ist es finster. Ach, gibt's.
Gib doch nicht so an. Also wirklich. Licht gibt es hier. Licht? Ach so. Wo sind wir denn hier jetzt? Hallo? Hey, hallo! Was? Oder? Na, typisch! Weißt du denn nicht, was das ist, selbst am Tage gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Ha? Hier gibt es jede Menge Höhlen und so. Wo es auch tagsüber dunkel ist, glaube ich. Hier, nimm das! Wow! Langsam, ganz langsam. Nicht so viele Items auf einmal. Boah, du erhältst diese Lampe. Öffne mit Minus den Item-Bildschirm und lege sie mit B aus. Und die Dunkelheit zu erleuchten. Oh, okay. Drücke bei der erleuchteten Lampe nochmals B, um Dinge zu entzünden. Stehst du? Kannst du die Lampe mit A löschen? Achso. Um die Lampe zu entzünden, benötigst du natürlich Öl. Ja, was sonst? Ich verkaufe hier Öl. Um meinen Umsatz zu steigern, verteile ich die Lampen zurzeit gratis. Das ist gar nicht mal so dumm. Er sieht gar nicht so schlau aus. Wenn du Öl hast, spendest dir die Lampe Licht. Außerdem kannst du auch Feuer mit mir anzünden. Wirklich ein tolles Item. Ja, versuch doch einfach mal, unter dem Topf ein Feuer anzumachen. Hier oder was? Achso, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier unsere Lampe aktivieren. Können wir jetzt mal hier so reintun. So, und jetzt kann ich hier dein Feuer anzünden. Siehst du? Das Feuer ist an. Ja, war ganz einfach. So kannst du die Lampe jederzeit verwenden. Ha! Wenn dein Öl ausgeht, kannst du jederzeit bei mir Neues kaufen. Ha, ha, ha. Ja, umsatzsteigernd, habe ich verstanden. So, wie kann ich jetzt die Lampe ausmachen? Achso, einfach wegstecken. Okay, einfach einen wegstecken, dann passt das. Sehr gut. Gehen wir mal hier rein. Ich will mal gucken, was hier drin so abgeht. Ist das sein Zuhause? Können wir hier nicht hoch? Hm. Scheinbar nicht. Nicht möglich. Okay, ja, dann können wir jetzt den dunklen Höhlenpfad gehen, der so dunkel sein soll. Licht gibt es dort. Das ist wirklich nicht dumm, in der Nähe von einer Höhle. Die Lampe gibt es gratis, das Öl kostet Geld. Ja, dadurch kann man schon mal Umsatz steigern. Jetzt wollte ich sie anzünden. Wie ging das jetzt nochmal? Ach ja, so. Nimm das. Haha. Mein erster Gegner, den ich besiegt habe. Kann ich den looten? Ich kann den Kopf. Also, ja, das ist ja schon leicht pervers mit dem Kopf jetzt hier. Eine Rute aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt. Ich werfe das jetzt mal weg. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. So, dann gehen wir mal rein. Klopf, klopf, Xau, genau. Ja, so dunkel ist es hier gar nicht. Ja, Mami. Nimm das. Cool gemacht. Oh, du Schweinebacke. Wir sind gut. Was liegt denn? Ich schon wieder im Kopf. Weg mit dem Kopf. Weg mit dem Kopf. Verdammt nochmal. Was haben wir denn hier jetzt? Kann ich da einfach durchgehen? Muss ich das hier jetzt kaputt machen? Ah, bestimmt mit dem Feuer. Ah, Spinnenweben brennen gut. Was macht die denn da? Ja. Ich habe das Gefühl, der bewegt seinen Schwanz rhythmisch im Takt der Musik. Ich weiß auch nicht. Oh, Mami! Boah! Jo. Du hier ist ja alles aggressiv. Selbst die Schwanzmusikanten sind aggressiv. Das finde ich gar nicht nett. Hm. Okay. Kann ich hier einfach so durchgehen oder passiert mir hier was?
Ah, cool. Hä? Und die baumeln da jetzt so rum. So chillig habe ich es manchmal auch. Wow! Gleich zwei Gegner. Oh, falsche Richtung. Jetzt muss ich erstmal hier die Lampe wegstecken. So. Kotze. Ich bin besser als du, also geh nach Hause. Irgendwo hier war doch noch so ein Vieh. Ja, da. Der Züngler. Geil. Und hier ist noch die Fledermaus. Komm her. Was haben wir hier? Nüsse! Du erhältst... Kerne, Entschuldigung. Du erhältst 50 Kerne. Verwende sie als Munition für deine Schleuder. Okay. Oh, eine Truhe. Badababa, ein gelber Rubin. Er ist 10 Rubine wert. Hm. Okay. Hm. Das war's schon hier. Dann ist Haro wohl in die andere Richtung gelaufen. Oh, schon wieder hier. Komm her. So. Ich bin beeindruckt. Das steht mir ins Gesicht geschrieben. Was ist denn jetzt hier? Wir sollten ein bisschen hier vorsichtig sein. Ich möchte mich nicht verlaufen. Yep. Wir haben hier noch mehr Gegner. Weißt du, wo Taro ist? Ich glaube, nein. Wow. Wer ist denn das? Boah, ich geb's dir. Hey. Ho. Haha. Ich bin gut, ich bin gut. Taro. Hier ist ein Grabstein oder so. Nee, es ist kein Grabstein, aber von aus der Ferne. Ich muss zugeben, es sah aus wie ein Grabstein. So. Wollen wir da mal. Kann man hier hochklettern, ne? Oh, unser erstes Abenteuer. Finde Taro. Aber wo könnte Taro sein? Geht doch nichts über Tote. Was ist das hier überhaupt? Sehr gut. Moment, den will ich natürlich mitnehmen. Hey, noch einer! Komm her. Komm. Tja, tja. Oh. Hey, oh, was? Warum? Ah, geht doch. Er hat ein Herz für mich dabei. Wie lieb von ihm. Taro. Oh. Oh. Aua. So. Rubine. Gib mir deinen Rubin. So viele Gegner, das ist ja schon fast gefährlich hier. Oh, der ist doch schon tot, Kleiner. Irgendwo da hinten habe ich noch eine Fledermaus gesehen. Da. Na, komm her. Oh, schon tot. Weiche. Heia! Oh, heia! Heia! Jetzt, Volltreffer. Und du auch noch. Haha! Oh, noch einer! Gibt's ja nicht hier. Das ist ja der Wahnsinn. Es kann ja nicht sein, dass Taro hier alleine an dem hier allen vorbeigekommen ist. Außer sie wurde gekippt, ne? Das ist doch was anderes. Zack. Oh ja, ich krieg langsam so einen Groove hier in dem Spiel. Da oben sind zwei von denen. Ich habe ja das Gefühl, dass die was damit zu tun haben. Oh, es leckt leicht. Warum leckt
Oh, wieso brauche ich so lang hier? So, ja. Hau zu und nimm das. Gut. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Schloss oder was? Schloss ansehen. Ohne Schlüssel geht es nicht weiter. Na, Servus da hinten. Ja, ohne Schlüssel geht es nicht weiter. Ich komme später wieder. Wo könnten wir denn hier einen Schlüssel finden? Schlüssel. Oh, die Musik wird ab. Oh. Was mache ich denn da in dem Züngler? Jetzt. Na gut. So. Schlüssel. Immer noch der Schlüssel. Wo könnte der sein? Von da sind wir gekommen, ne? Wo finden wir einen Schlüssel? Keine Ahnung, würde ich sagen. Aber lasst uns mal hier so hinten hochgehen. Können wir hier einen guten Überblick uns verschaffen. Aha. Oder wir müssen da so... Da so lang hüpfen, das könnte funktionieren. Ich würde sagen, das probieren wir aus. Oh. Wie kann man das ein bisschen besser steuern hier? Das ist ja voll unangenehm. Oh, komm schon, die kleine Kante da. Ja, oh, das war knapp. Ich hätte es fast geschafft. So müsste es gehen. Oh! Oh, zieh dich wieder hoch. Ja, geht doch, Digga. So, bisschen weiter rüber. Na, das war zu viel. Nochmal hier so. So, ja. Ja. Der ist drüber gehüpft, mein Gott. Das könnten sie ruhig ein bisschen automatisieren. Ich finde, als normaler Mensch kann man das sehr gut automatisch abschätzen, wie weit man springen muss. Links. So müsste man. Oh. Oh. Gott sei Dank. Oh, ist das spannend. Mein Gott. So, jetzt aber. Hep. Scheiße. Und nochmal. Herrlich. Ärgert mich halt. Und ich weiß nicht mal, ob wir wirklich hier lang müssen. Das ist das Schlimmste. So, ja. Ah, das erste klappt schon mal immer ganz gut. Jetzt das hier, ne? Oh, oh! Der stand doch schon drauf, Mann! Link! Du mit deinen Wabbelbeinen da, ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt habe ich es im Ruin. So. Hep! Oh, jetzt schaffe ich nicht mal das erste Mal. Und nochmal. Weil es so schön ist. So, das ist der dritte Versuch, ne? Der dritte Versuch klappt doch immer. Und nochmal. Ich hab jetzt so voll Bock auf ein Käsebrot. Komm schon. Link.
Du bist so Link. Ja. Jetzt aber, jetzt. Jetzt fühle ich's. So, jetzt aber. Luft holen und... Scheiße. Nochmal. Oh, das reizt mich jetzt hier. Oh Mann. Jetzt wünsche ich mir einen Huhn. Mit dem Huhn könnte ich jetzt wahrscheinlich einfach... Oh, das war jetzt kacke. Einfach rüberfliegen. Oh, habt ihr gesehen? Da oben ist ja eine Kiste. Wie kommt man denn da hin? Da. Dafür habe ich jetzt keine logische Erklärung, wie man da hinkommen könnte. Ich versuche jetzt weiter hier. Oh, was mache ich denn? Der Dönerspieß dreht sich. Verdammt nochmal. Jetzt brauche ich schon hier fast 3 Minuten für den Mist hier. Ach so, ich sag mal, hier so. So, na. Ach, das gibt's ja nicht. Nee, völlig. So, kannst du gucken. Ja, irgendwie. Irgendwie klappt es jetzt nicht mehr. So, ein Versuch noch. Genau, steck mal das Schwert weg, damit du beide Hände frei hast. Ich lag's ja daran. So. So, jetzt. Warte. Das war jetzt nicht schlecht. Eigentlich sah das jetzt eher aus, als würde er runterfallen. Aber irgendwie hat es hier nach oben geploppt. Das würde ich mir jetzt gerne nochmal wünschen. Ich lasse mir jetzt Zeit. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen überziehen, ich lasse mir jetzt diese Zeit. Position ist jetzt perfekt. Also wehe, das klappt jetzt nicht. Ja, leck mich doch fett. Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen. Ich glaube, man kann das nicht schaffen. Das wird sein. Aber wo ist dann der Schlüssel? Ich kann da hinten auch nichts erkennen. Ich weiß gar nicht, ob da was sein könnte. Könnte Navi mal mit uns reden? Das wäre aber mal ganz nice, wenn er mal, wenn uns Navi irgendwas erzählen würde. So wie, keine Ahnung, du musst da lang. Oder sowas. Nein, Navi erzählt uns gar nichts. Die hält sich da vollkommen raus. Klug. Nein! Warum macht er das auf der anderen Seite nicht? Kann mir das einer mal sagen? Ja, jetzt... Genau, hochziehen. So, jetzt nochmal hier. Position ist meiner Meinung nach perfekt. Es ist perfekt. Komm schon. Nein, das gibt's doch nicht. Warum hüpft der Sackgesicht da jedes Mal drüber? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wo führt dieser Weg überhaupt hin? Dieser Weg? Aha, dann würde er da lang gehen, dann da hoch. Oh Gott, Jesus, na, leck mich. Kreuzweiß. So, ja, wir sind am Ende der Folge leider auch ein bisschen überzogen. Ich probiere das jetzt hier noch eine halbe Stunde lang. Hust. Und, ja, wenn ich soweit bin, könnt ihr dann nächste Woche die nächste Folge angucken. Könnte eine Woche dauern, vielleicht bei meinem Glück. Und, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal ein Like da. Ich würde mich sehr freuen. Und es würde mich motivieren, hier drüber zu kommen. Ich sehe eure Daumen, wie sie nach oben zeigen. Ja, Xarok, du schaffst das. Ich bin mir sicher, ich schaffe das. Irgendwann. Ich werde euch sagen, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Ja. Genau. Ciao, ciao. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig.